Oh, da kommt ein Auto, da muss ich mich jetzt wegdrehen. Das ist jetzt natürlich ungünstig, ne? Richtig ungünstig. Hey, hallo und guten Morgen. Wir haben jetzt echt noch richtig früh am Morgen, wie man vielleicht daran erkennt, dass vielleicht das Bild manchmal ein bisschen spinnt, weil die Kamera zu wenig Licht erhält. Das kann natürlich sein. Was weiß ich denn? Naja, wie auch immer. Eigentlich hatte ich heute vor, ein Rocky Franchise Ranking Video zu machen. Also alle sechs Rocky-Filme und dann die beiden Creed, nee, drei Creed-Filme noch dazu. Creed 3 habe ich gestern geguckt. Ich will nicht spoilern, aber ist auf keinen Fall der beste Film der Reihe. Weder der beste Film der Reihe insgesamt und auch nicht der drei Creed-Filme. Aber egal, ich mache das mal anders. Ich habe heute keinen Nerv dazu. Ja, heute geht das nicht. Ich habe zu viele andere Sachen im Kopf. Deswegen verschieben wir das Ganze auf unbestimmte Zeit. Ich glaube, es nähert sich auch mal wieder eine Pause. Ich werde bald mal für einige Wochen oder Monate keine Videos produzieren. Ich möchte jetzt noch ein paar Wochen weitermachen. Aber ich sag mal, zwischen den Jahren kommt auf jeden Fall eine Pause. Vielleicht werde ich dann noch meine Filmtagebücher fertig machen, aber wir werden sehen. Ein Arbeitskollege hat gestern einen Vogel, einen Spatz auf dem Firmengelände gefunden, der nicht mehr fliegen konnte oder nicht mehr fliegen wollte, verletzt war. Und den haben wir erstmal dann in den Karton gesetzt und weiter beobachtet, uns ein bisschen im Internet schlau gemacht. Und nach der Arbeit habe ich den dann ein bisschen weiter weggefahren zu einer Pflegestelle. Das war gar nicht so einfach, eine Pflegestelle zu bekommen. Ich hatte ja Anfang des Jahres oder im Frühjahr habe ich schon mal einen Vogel zu einer Pflegestelle gefahren. Diese Pflegestelle hat auch dieses Mal aber keine Zeit. Naja, jetzt wird dem Vogel erstmal geholfen. Ich war werde nachher den netten Frau noch mal schreiben. Und sie hält mich dann auf dem Laufenden, hat sich mir gesagt. Ja, immer eine gute Tat. Gut von meinem Arbeitskollegen, dass sie sich so gut gekümmert haben, aber ja, es ist nicht immer so einfach, wenn man da den Tieren helfen will und irgendwie ein bisschen unbeholfen ist und nicht genau weiß, was man machen soll. Aber wenn man Wildvögel findet, am besten, wie gesagt, sich schlau machen im Internet. Meistens ist es falsch, also man darf die Tiere anfassen. Das ist auch so ein Irrglaube. Das ist bei Vögeln nicht schlimm. Die kann man ruhig in die Hand nehmen. Aber man sollte die nicht unbedingt füttern oder Wasser geben. Das sollte man am Anfang erstmal weglassen. Und dann am besten die Vögel in einen Karton setzen und so ein. Mit einem Handtuch, so ein Handtuchnest bauen. So war es in die Art. Naja, aber ich bin da auch kein Experte. Ich habe auch nur so mein laienhaftes Wissen. Ist echt schön. Schöner Fahrradweg auch. Ich weiß gar nicht, ob man hier mit dem Auto langfahren darf. Ich habe auch da vorne geparkt, weil ich eigentlich, also da irgendwo. Weil ich dann weiterfahren will, noch einkaufen. Ja, und das
ist ja ausgeschildert als Parkplatz. Also Weiterfahrt bis zum Parkplatz erlaubt, aber ich habe den Parkplatz nicht gefunden irgendwie. Ich habe mich dann irgendwo hingestellt, was ich denke, was Parkplatz sein könnte. Aber dann war ich auch wieder mit dem Parken komplett überfordert. Das ist ja auch nicht gerade eine Stärke von mir, zu parken. Auch gestern, als ich den Vogel weggefahren habe zur Pflegestelle, da habe ich mich mal ganz dumm hingestellt. Und die sagt dann so, ja, stell dich doch bitte hier vor das Haus. Und ich war da komplett überfordert. Also ich habe es hingekriegt, klar, aber ich kam mir da schon ein bisschen blöd vor. Mein Gott, bin ich manchmal ein Idiot. Gibt's gar nicht. Aber ja. Und da war ich jetzt auch wieder überfordert. Keine Ahnung. Ich habe mich jetzt da hingestellt. Ich glaube, das soll der Parkplatz sein. Ich stehe nicht mitten auf der Straße oder so. Von dem her alles gut. Aber keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche wirklich bald eine Brille. Ne, ich habe das auch gestern, als ich gestern Nacht gefahren bin, bei Regen wieder, da habe ich schon meine Schwierigkeiten. Das ist nicht so meine Stärke. Vor allem, wenn du dann noch Strecken fährst, die du nicht kennst, dann muss man sich ja noch mehr konzentrieren als sonst. Das heißt ja nicht, dass man ansonsten blind fahren kann, aber man weiß schon, was einen erwartet und so. Ist das halt nochmal ein bisschen was anderes. Und Nachtregen, das ist für mich eine ganz blöde Kombi. Was willst du machen, ne? Es ist, wie es ist. Man wird älter und der Körper baut ab. Ja. Oh, der Wald sieht hier aber auch nicht so gut aus, da hinten. Tja, 13. Meine Lieblingszahl. Ich glaube, ich habe noch keinen Titel für das Video. Vielleicht fällt mir was ein. Das ist wirklich ein 0815 Video. Ohne besondere Vorkommnisse. Wir können auch mal hier in die Hütte gucken. Nicht, dass hier Babykätzchen sind. Das kommt ja öfters vor. Hatten wir bei uns im Ort auch. Der Tierschutz sich drum gekümmert und meine Nachbarin hat auch eine Katze genommen. Ist abgeschlossen. Ich dachte, das wäre offen oder so. Ja. Wie gesagt, vielleicht folgt bald mein Wookie-Ranking, wenn ich mich mal aufraffen kann, ein bisschen hier was Konstruktives abzuliefern. Ich gehe jetzt wieder zurück zum Auto, fahre weiter einkaufen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dann. Bye, bye.